Servus liebe Freunde, herzlich willkommen. Ja, diesmal auf dem Startscreen hat eine Besonderheit, denn wir haben hier unten 78 von 76 Aufträgen durch, sind also ganz gut dabei. Und gestern gab es was Neues, nämlich das 4x4 Add-on, was uns nochmal speziell für Geländewagen wohl 19 zusätzliche Aufträge beschert. Und es gibt noch ein Turbo Add-on, das ist aber noch nicht freigeschaltet. Ich denke mal, das wird dann freigeschaltet werden, wenn wir das 4x4 durch haben. Also, der Spielspaß wurde sozusagen erweitert. Und dementsprechend gucken wir mal hier rein und werden uns mal hier durch die nächsten Aufträge durcharbeiten. Ja, 48 von 76, das heißt 28 Aufträge haben wir noch. Ist also in dem Sinn überschaubar. Und ich freue mich schon so langsam auch wirklich dann auf das nächste Add-on. Mal gucken. Vor allem, das gibt es bei Steam kostenlos mit dazu. Im Auto-Updater lief das dann einfach mal mit dazu. So, jetzt gucken wir aber erstmal nochmal genau rein. Was haben wir denn hier zu tun? Da war ja einiges an Arbeit. Also wir müssen eine Motorinspektion machen. Alle abgenutzten Teile ersetzen und den Ölstand überprüfen. Das klingt erstmal relativ easy. Das heißt, wir werden hier erstmal die Tür suchen, werden hier dann mal einsteigen und das OBD auslesen. So, wenn wir das gemacht haben, prüfen wir mal Ölstand. Mal gucken, ob wir vielleicht sogar wieder Öl- und Filterwechsel machen müssen. Das werden wir uns dann dementsprechend mal anschauen. So, OBD ist fertig. So, mal sehen, ob uns das schon in irgendeiner Form weitergeholfen hat. Nicht so wirklich, außer dass die Zündkabel gelb sind. Gucken wir uns mal den Motor genauer an. So, die Zündkerzen können wir uns nicht angucken direkt. Da müssen wir dann vielleicht mal auseinanderbauen. So, jetzt werden wir hier erstmal Öl... Oh, in schwarz? Diesmal achte ich auch drauf, genau. Öl ist schwarz und ist also total im Eimer. Das heißt also, Öl werden wir auf alle Fälle machen müssen. Ups. Ich bin wieder nicht so ganz in der Steuerung drin. Ich habe gerade noch was anderes gespielt und da brauchte ich die rechte Maustaste für eine andere Funktion. So, also das heißt, wir werden mal hier auf alle Fälle das Öl ablassen. So, Motorinspektion. So. Kann ich nochmal gerade gucken, wo wir da am besten rankommen. Hier ist die Ölwanne. So, und da müsste irgendwo doch auch der Ölablasshahn sein. So, genau, da ist er auch. Und einmal bitte das alte Öl rauslassen. Oh, das sieht echt nicht mehr gut aus. War auch so gut wie nichts mehr drin. Gut, dann wäre das soweit schon mal erledigt. Ich einmal Autochen wieder runterlassen. Dann gucken wir uns nämlich auch gleich mal den Ölfilter an. Ich schätze mal, der ist auch nicht mehr so ganz im guten Zustand. Und der sollte ja bei Öl- und Filterwechsel eigentlich auch gleich mitgemacht werden. Aber das gucken wir uns erst einmal in Ruhe an. So, da unten ist er. Machen wir die Kappe erstmal runter, das ist ja soweit klar. Gehen wir in den Inspektionsmodus. Gucken wir mal, ob wir das hier direkt... Ach man, also der ist so klein, den findet man kaum. Ihr seht es schon selber mit der Maus, das ist wirklich nicht easy, den zu treffen. Da war er eben. Der ist bei 73%. Naja, also abgenutzt ist das noch nicht. Das heißt, es würde ja eigentlich reichen. Wir würden im Prinzip nur Öl nachfüllen. Gut, das testen wir mal aus. Moment, wir gehen mal in den Demontagemodus und nehmen mal den Öldeckel runter. Und schauen einfach mal. So, das, somit lassen wir das gut sein. Gucken wir hier auf dem Ölmessstab. Ja, das Öl ist wieder frisch, das sieht gut aus. Ist zwar noch ein bisschen wenig drin, aber ich lasse das erstmal so. So, jetzt gucken wir in den Auftrag rein. Was ist denn jetzt soweit schon mal? Überprüfe den Ölstand. Okay, also sollten wir den Ölfilter vielleicht doch wechseln. Motorinspektion ist nämlich auch, auch noch nicht fertig. Wir sollten nochmal ins Detail reingucken. Prüfen Sie das Öl. Motor muss inspiziert werden. Okay, das heißt, wir müssen richtig viel machen. Ich überlege gerade, wie wir da am besten jetzt rangehen. Ich gucke gerade mal hier nochmal, ein bisschen Öl nochmal nachschütten, was soll's. Dass das Öl wieder im normalen Füllstandsbereich ist. Ich weiß nicht, ob wir den Filter auch machen müssen, das werden wir am Ende dann sehen. Normalerweise wechselt man den ja mit aus. Das heißt, wir machen... Ach kommt Leute, der Filter ist nichts mehr.
Den schmeißen wir raus, holen wir gleich einen neuen. Und Motorinspektion, ja, da haben wir dann noch ein bisschen was vor uns. Ölfilter, können wir den reinigen? Ich denke mal eher nicht. Nö, natürlich nicht, klar. Ist ja eigentlich auch logisch. So, gut, dann wollte ich gerade sagen, machen wir mal eine Fahrt. Aber wir müssen ja erstmal einen neuen Ölfilter reinsetzen. So, und ich denke mal, das wird nämlich auch auf alle Fälle mit einer Rolle spielen. Will aber jetzt nicht ganz runter scrollen, also machen wir das so. Ölfilter, genau, da ist er ja. Naja, für 44 Euro werden wir das überleben. So, bauen wir den wieder da rein. Und die Motorinspektion, ja. Also, wir haben jetzt nicht allzu viel bisher festgestellt, was in Ordnung ist oder nicht in Ordnung ist. Das heißt, wir haben noch viel zu prüfen. Die Frage ist, ich glaube, wir machen da am besten mal also eine Probefahrt. So, die Kappe setzen wir auch schon mal drauf. Okay, jetzt sollte das mit dem Öl eigentlich erledigt sein. Ja, also neuer Ölfilter ist klar. Was ich jetzt gern mal abbauen würde, wäre das hier. Nur mal einen Blick auf die Zündkerzen werfen. Die sind aber soweit eigentlich alle noch in Ordnung. Also ist das im Motorbereich schon mal okidoki. So, gucken wir uns mal schnell die Riemen an. Prüfmodus, einmal den hier bitte. Mal schauen, was der da so sagt. Ah ja, der erste Riemen ist schon flach. So, hier nochmal gucken, der ist auch kaputt, der Riemen. Uiuiuiuiui. So, Spannriemenscheibe ist auch kaputt, der halbe Motor ist im Arm. Riemenspanner ist kaputt und die ist noch okay. Also brauchen wir Riemenspanner, wir brauchen eine Spannriemenscheibe und die zwei Keilriemen. Jo, das können wir eigentlich auch direkt schon mal halt erstmal ausbauen. Erstmal ausbauen. Denn, ja, wie gesagt, Prüfung ist cool. Aber ich würde es ja auch gucken, ob wir es gerne reparieren können. Ich glaube, die Keilriemen kann man einfach nicht reparieren. Aber die Scheiben sind vielleicht möglich. Mal überraschen lassen. So, die müssen wir, glaube ich. Ne, die müssen wir zuerst rausnehmen. So, erst die wegnehmen. Genau. Dann den Riemen abziehen. So, und jetzt können wir hier das noch entsprechend herausnehmen. So, nachdem das ein Reihenzylinder 4er ist, okay, Anlasser ist noch auf gelb, brauchen wir uns also keine Sorgen zu machen. Gut, dann schauen wir jetzt mal, ob wir da an unserer Werkbank etwas erledigen können. So, haben wir hier rüber. Glaube ich zwar nicht so wirklich dran, aber wir versuchen es mal. Nö, natürlich nicht. Also Spannriemenscheibe, Riemenspanner und die zwei Keilriemen brauchen wir. Na gut, also für 1000 Euro hat er natürlich auch eine Menge zu erledigen. Mhm. So, also, da sind wir schon mal gar nicht so weit weg. Also, einen Riemenspanner brauchen wir. Dann brauchen wir, genau, die Spannriemenscheibe. Zum Glück haben wir da schon ein paar Prozente, da sparen wir wenigstens ein bisschen Geld mit. So, dann brauchen wir einen Zahnriemen. Und dann brauchen wir noch einen Keilriemen. Keilriemen, aber kein V6, sondern ein Standard. Ist ja ein Vierzylinder-Reihenmotor. So, und damit sind wir, glaube ich, dann mit dem ersten Problemfall schon mal durch. So, gut, dann gehen wir gleich hier rüber. Zoomen noch ein Stück raus. Und gehen mal in den Montagemodus. So, können wir hier gleich die Teile wieder reinsetzen. So, einmal den hier. Genau, einmal den Riemen. So, dann einmal die Riemenscheibe, einmal den Keilriemen und dann haben wir das hier soweit schon mal wieder in trockenen Tüchern. Gucken wir schnell den Auftrag. Okay, und eine Inspektion für den Motor. Das heißt, Inspektion für den Motor, denke ich mal, wird dann bedeuten, dass wir noch eine Probefahrt machen müssen. Vorher will ich das Inventar aber erstmal leeren, dass wir hier ein bisschen Überblick behalten. Ja, die Bremssattel, da erinnere ich mich noch dran. Ja, war ein bisschen blöd, aber vielleicht brauchen wir ja bei Gelegenheit nochmal neue. Da könnten wir zumindest noch ein bisschen Geld mitmachen. So, wir werden aber jetzt erstmal eine Probefahrt machen. So, Chip-Tuning, wo ist Garagentor? Da hinten. Denn der andere Prüfstand ist ja eigentlich eher gedacht für die Federung. Also machen wir nochmal eine Testfahrt. Oder ist das beim Chip-Tuning mit der Motorprüfung? Aber das glaube ich eigentlich nicht. Er wollte ja kein Chip-Tuning haben, ne? So, einmal beschleunigen hier. Okay. Oh,
ich hier gerade? Ah, ich fahre zwischen den Spuren, auch gut. Ja, jetzt wollte ich ein bisschen vorsichtiger fahren, habe die Kurve zu eng genommen. Ah ja, okay. Also ich habe gerade bei der Inspektionsfahrt festgestellt, der vordere linke Kotflügel ist ein wenig verbeult. Den können wir nochmal nachlackieren. So. Eieiei, also heute habe ich es noch nicht so gefahren. Also das wäre definitiv nichts für mich, hier so einen Testfahrer zu machen. Ich glaube, da würde auch keiner freiwillig sein Auto in meine Hände für geben. Ich würde, glaube ich, mein eigenes noch nicht mal benutzen. So. Aber in Wirklichkeit fährt man ja auch wieder ein bisschen anders als hier während der Strecke, ne? So, in Wirklichkeit reagiert nämlich das Auto auch ein bisschen anders. So, jetzt haben wir das gemacht und ja, wenn das nicht reicht, dann, ja gut, aber der Prüfstand, also, ich weiß nicht, der ist ja nur für die Bremsen und für die Stoßdämpfer, das hat ja mit dem Motor an sich nichts zu tun. Aber wir gucken mal, vielleicht reicht uns das schon aus. Und, nee, Motorinspektion. Der Motor muss inspiziert werden. Heißt das, ich soll jetzt alles abschrauben oder... Also ist eigentlich unsinnig, aber könnt ihr hier nochmal auf den Prüfstand fahren, meinetwegen. Diagnosefahrt, aber da dürfte ja eigentlich für den Motor nichts bei rausgefunden werden. Oder wollen die jetzt einfach nur mit der Motorinspektion, dass ich einfach alles prüfe, einfach alles mal auseinanderbaue? Denn alle defekten bzw. abgenutzten Teile habe ich schon ersetzt. Oder muss ich einfach nur alle Teile, die möglich sind, untersuchen noch vielleicht? Das könnte auch noch sein. Das können wir zur Not auch nochmal probieren. Achso, ich sollte bremsen, damit auch Werte angezeigt werden. So, Bremsen sind gut. Wenn wir Stoßdämpfer noch testen. Hat aber eigentlich mit dem Motor nichts zu tun, das ist ja das Problem. Bin ich jetzt so ein wenig übergefragt? Okay, die sind auch in Ordnung. Denn das Chip-Tuning zum Beispiel hat ja mit dem Motortest nichts zu tun. Aber können wir auch nochmal reingucken zur Not, falls das jetzt alles noch nicht hilft. Denn Motorteile haben wir soweit alle. Oder heißt das jetzt nur so viel prüfen, bis die Motorteile alle durch sind? Da müsste ich auch das Getriebe und alles noch rausbauen wieder. Kann ich mir jetzt aber eigentlich so nicht vorstellen. Luftfilter werde ich nochmal checken. Das ist ja immer so gern eine Sache, die da genutzt wird. Aber wir schauen erstmal, ob das jetzt hier der Sache näher kommt. Nö, der Motor muss inspiziert werden. Ja, ist eigentlich eine eindeutige Aussage. Heißt nämlich alles prüfen, was im Motorbereich zu tun hat. Also das heißt, wir werden jetzt hier nochmal entsprechend gucken. Es ist jetzt schon vieles gefunden worden. So, das bauen wir mal runter. Wenn wir hier entsprechend auch nochmal gucken, dass wir uns den Luftfilter mal anschauen. So. Schrauben geht ja zum Glück jetzt auch ein Tick schneller. So, dann nehmen wir das hier noch raus. Da hat die vier Schrauben. Batterie ist ja in Ordnung. Ah, Getriebe hat er auch schon wieder was gefunden. Aber noch keine abgenutzten Teile. Also es soll ja auch nur inspiziert werden. So, genau. Den Luftfilter müssen wir noch prüfen. Den werden wir uns mal anschauen. Okay. So, mal schnell reinschauen. Ah, jetzt haben wir es, klar. Inspektion heißt ja prüfen, alles gucken. Nur was mich ein bisschen irritiert, wir hatten eben hier gelbe Zündkabel. Oder habe ich, habe ich jetzt die falschen Zündkabel wieder eingebaut? Das kann natürlich sein. Ich hatte doch da am Anfang des Auftrags gelbe Zündkabel drin. Ja klar, ich habe dem neue Zündkabel eingebaut. Also, so dick haben wir es auch nicht. Sorry, mein Freund, da kriegst du die alten wieder. Denn die waren gelb, das weiß ich ganz genau. Da muss man natürlich dann gucken, dass man nicht die guten Teile gegen die weniger guten Teile ausbaut, beziehungsweise wieder einbaut. So dick haben wir es ja, wie gesagt, auch noch nicht, dass wir hier die Sachen verschenken können. Sorry, aber damit haben wir den Auftrag wenigstens wieder pünktlichst erledigt. Hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber gut, okay. Also inspizieren, alles tutto completo machen, alle machen Googie und dann ist fertig, ne? So, das heißt, wir haben gerade 1000 Euro verdient und ab zum nächsten Auftrag.
So, damit fehlen ja jetzt nur noch 27 Aufträge, bis es zum 4x4 Add-on geht. Ja, und wir gucken mal, was uns in der nächsten Folge noch erwartet. Sorry, dass das jetzt nicht ganz so flüssig lief, wie ich es erhofft hatte. Ich dachte, wir können da gemütlich durchschlenzen, aber irgendwie war der Kopf noch nicht so ganz eingeschaltet. So, überprüfe und repariere alle defekten Teile am Auto. Dieses Auto ist unheimlich schwer. Ich schaffe es nicht einmal, einen Käfer auf der Straße zu überholen. Können Sie mir etwas mehr Leistung verschaffen? Gut, Chip-Tuning ist kein Problem. Und alle defekten Teile an dem Auto austauschen. Okay, dann schauen wir uns die Karre erstmal an. So. Wir sind jetzt aber noch nicht in dem Prüfungsmodus. So, das sieht besser aus. Ja, und man kann nur hinten die Quer. Was ist das da hinten? Ah, okay. Also Bremssattel kann ich erkennen. Das sieht soweit gut aus. Also wir haben da eine Menge Prüfungsarbeit vor uns. Ich würde sagen, wir machen dann erstmal das Chip-Tuning. Die 10%, die sind ja ganz easy. Das machen wir aber nicht mehr heute. Das machen wir in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, was dem Autochen noch so fehlt. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.